Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Assassin's Creed Origins. Wir sind immer noch bei der Jagd auf das Krokodil. Und sind jetzt bei der Kornkammer angelangt. Ich habe seit dem letzten Mal da ein bisschen die Küste quasi abgeklappert da und da alles gemacht in wie auch immer es heißen mag. Krokodinopolis oder sowas, genau. Versteckte Klinge werde ich jetzt verbessern. Meine Meisterin? Ja, Herrin. Dieser Ort wird schwer bewacht. Sollte ich nicht. Ja, Kinsa. Ist das der Luxus, den du wolltest? Als Sklavin einer Feindin Ägyptens? Ist das Fayum nicht genau so, wie ich es gesagt habe, meine Liebe? Ich wusste, du kommst, alter Freund. Vielleicht war es mir bestimmt durch deine... Shadia! Ermordet. Von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Ich tat, was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! Was ist das? Wen habe ich denn sonst noch? Wow. So viel dazu. Ich nehme einmal an, es geht wieder in die Außenwelt. Oder ja. Oh, das ist aber schick. Wieso sprechen die Ägyptisch? Komplett gedisst. Bist du deppert? Einfach direkt erschossen. Du musst nicht da so langsam durchgehen, gell? Weiß nicht, ob das der Sinn ist, dass ich jetzt diesen... Oh.
Geh doch einfach darauf. Wie läuft es? Schlecht. Wahnsinn. Who could have guessed? Ich muss es tun. Sie oder ich. Ich habe diese Klinge noch. Gut. Die Sache. Allegal Tachalos mit Al-Hadaf. Thomas. Erfahren an Al-Hadaf al-Tadwi. Jari Khruja Halman Mechbalha al-Ala. Nein, nicht. Bitte. Nicht. Kamal Qadala. Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Okay. Natürlich muss ich noch selber in den Drecksanimus gehen. Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Geh mal. Warum kann man nicht einfach das Spiel einfach so spielen? Ohne diese unnötigen Szenen. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich das jetzt gesehen habe? Wow, dass ihre Freundin getötet worden ist. Bin ich froh. Aber ich schätze mal, das gehört einfach zu Assassin's Creed dazu. Solange es nicht zu viel ist, ist nicht zu schlimm. Wie es wohl heute Fress und Renut geht? Ich besuche sie mal. Alles Brief. Oh, ich hab scheiße, ich hab den Brief nicht gelesen. Wie kann ich das jetzt wieder... Alles Brief. Oh. Jetzt können wir wieder was ableveln. Was kann das? Das will ich. Ausrüstung. Scheißkerle getötet. Lass mal. Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Heraklea. Halt! Okay. Was machen wir jetzt? Ziele. Wir haben jetzt das Krokodil getötet.
Die sind alle schon tot, oder was? Die wissen wir, dass die alle tot sind? Aber was hat sie jetzt gesagt? Machen wir halt Shadias Ruhe mal noch fertig heute. Diese Zone ist tabu. Grüß euch. Moment. Du stirbst. Nein, das will ich nicht. Oh. Wollte ich jetzt nicht, aber es war auch effektiv. Alles gut. So, jetzt sprechen wir mit denen am Bauernhof. Ja, lassen wir jetzt die Krokodile. Ich weiß, was die Mission jetzt bringt, wird wahrscheinlich einfach nur sein, ja, servus, also ich hab die jetzt tötet und die sagen danke, oder? Wow. Neuer Ort entdeckt. Philadelphia. Neuer Ort entdeckt. Königliche Kornkammer in Philadelphia. Naja, Herr, denen geht's aber nicht schlecht. Wow. Bist du ein Arsch? Hottefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Rote Fress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß, ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Hä, kannst du mir sagen, was mit dir falsch rennt? Sei grimmig. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadia tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadia noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadia liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Oh. Ja, du, ja, weg ein Stress. Wir könnten noch ein bisschen Pause machen vorher. Oh, ich hab noch nie jemanden gesehen, der so langsam geht. Komm schon. Red wenigstens irgendwas. Renut. Schön, dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder.
sag ihm vielleicht einmal. Ich trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. Los, geht in Position. Da ist irgendwas. Ich bin mir fast sicher. Gib dir Deckung. Ich habe, was ich brauche. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Töten doch. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch ein Kämpfer. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Keiner darf durchkommen. Stirb, stirb! Hey, zu mir, Brüder! Ärger, Brüder! Hier lang! Die Götter haben mich erhört. Endlich! Das war easy erst. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Entschuldigung. Du lebst? Sie wollten Chenut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakier geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern, aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Was muss ich denn jetzt noch anderes tun? Der braucht für jedes dieser Totenrituale eine neue Reihe. Fehler, muss mal überlegen, wie viele Reihe er schon getötet hat. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit.
Oh. Uh, 3000 DB kriegen wir dafür. Was, so wenig ist das nur? Oh Mann. Okay, das machen wir in der nächsten Episode. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich viel mehr über Likes freuen. Falls ihr mehr sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Assassin's Creed Origins. Bis dann.